Hey Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute hoffentlich 2.2 ordentlich gelauncht wurden. Schauen wir mal und ab morgen dann die Folgen dazu. Deswegen heute nochmal eine Folge direkt aus dem normalen Account. Und bin jetzt mit der ASP mal zurückgedüst nach Vorbecks Folly. Denn meine Überlegung war ja, da wir uns direkt Beluga alleine zusammenfriemeln, wenn 2.2 draußen ist, dass wir... Das Inventar, ich habe hier halt noch so Sachen drin, gerade die drei Gelenkmotoren, die bräuchten wir noch für Ingenieur, Moment, für The Blaster McQueen, genau, da könnten wir halt noch, geh weg, zweimal versuchen unsere Mehrfachgeschütze zu pimpen. Oh, und das machen wir auch, deswegen holen wir jetzt erstmal unsere Corvette wieder ab, denn die steht noch hier in Vorbecks Folly. Im System für Uma und da müssen wir bloß zweimal zurückspringen nach Wolf. Boah, was war das? Wolf 387? War das Wolf 387? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie hier um die Nähe, um die Ecke war das gleich. Und ja, bei dem oder auf dem anderen Account mit der ASP, da fehlen jetzt noch ziemlich genau 5000 Lichtjahre bis zum Zentrum. Also ein bisschen bin ich dann doch noch geflogen. Und hatte sogar noch, mir fiel da noch was auf, das zeige ich dann später nochmal in einem anderen Video, was ich ziemlich genial fand. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Leute eher unterhalb zum Zentrum fliegen und nicht direkt weit in der Mitte, so wie ich das gerade mache. Das, was zurzeit wirklich ein ganz schönes Problem jetzt darstellt, selbst eine 70 Lichtjahre lange Route, also sprich gerade mal 2-3 Sprünge, dauert schon ewig, die zu planen. Huch! Jetzt bin ich ja gerade aus Versehen. Ne, passt. So. Na, dann holen wir mal unser schönes Kampfschiffchen ab. Es zieht sich halt mit den Ingenieuren, ne? Also nicht nur mit dem, sondern auch mit dem anderen, mit den... Oh, super Landung. Mit dem Frameshift-Antrieb. So, Werft. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass hier jetzt genügend Frachtraum drin ist, Gott sei Dank. Denn im Beluga-Liner werde ich höchstwahrscheinlich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Seht ihr, ich wollte ja mal gucken, ob es den jetzt mittlerweile auf Coriolis schon gibt. Denn in dem werde ich wahrscheinlich kein Buggy-Modul und kein Frachtraum mit einbauen, dass der wirklich bloß rein zum Transport von Passagieren gedacht ist. Habe ich denn noch hier was oder hatten wir... Ach nee, stimmt, ein bisschen hatten wir ja sogar noch. Ah, super. Okay, jo, lass uns einfach mal losdüsen. Und Wolf... Ach, 397 war es. Ah, na gut, um 10 Wolf verrechnet. So, dann mal dorthin. Trophy Camp. Hatten die echt alle so ein Symbol von den Ingenieuren? Ich habe gedacht, die hätten auch so eins hier. Nun denn, ist ja auch egal. Weiter geht's. Jetzt erstmal wieder an das schwere Schiff gewöhnen. Ich habe übrigens, mir erst letztens... hatte ich wieder mal kurzzeitig Probleme mit dem Rechner. War aber in dem Fall gar nicht so schlimm, denn dadurch hatte ich ein... Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Bug ist. Jedenfalls könnte ich das beheben, dass bei mir im Spiel maximal 7 oder 58 Frames gezählt wurden. Ist ja vollkommen egal. Aber es geht mir darum, dass halt eigentlich 60 sind so oder so drin. Das Spiel verbraucht nicht so viele Ressourcen. Jedenfalls gab es immer den Bug, dass ich nie auf die 60 Frames gekommen bin. Das macht wirklich keinen Unterschied, aber ich hatte mich halt immer gewundert, warum. So, und danach musste ich das Spiel halt neu starten und war dann alles hier zurückgesetzt. So, in der Anzeige. Und zwar hatte ich den Frame Limiter auf 60 Hertz gestellt und... Ach, das ist auch wieder an. Okay. Und jedenfalls hatte ich das dann ausgemacht oder ich hatte es einfach ausgelassen und hatte bloß die Bildwiederholrate auf hier 59,94, also auf 60 Hertz gestellt. Und damit bleibt das dann auch auf 60 Frames. Also wer auch das Problem hat mit denen, dass
dass es bloß 57 Frames sind statt 60, einfach den Frame-Limiter ausschalten, denn die Bildwiederholfrequenz reicht vollkommen aus, um das Bild so oder so auf 60 Frames zu limitieren. So. Ist auch von der Aufnahme ein bisschen besser, wenn das direkt mit 60 aufnimmt, mit 60 gerendert wird und so weiter. Da kann es dann, also ist es so oder so, glaube ich, noch nie da irgendwie was passiert, aber es könnte sein, dass das unter Umständen ein paar Probleme mal machen könnte. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen springen, ne? Ich glaube, von Feoma bis Wolf 397 war es okay, da war es jetzt nicht ganz so weit. Oh, ich müsste mal diese kleinen Wackeldinger davon ändern. So, dann noch eine andere Sache. Dadurch, oh ja, doch 6 Sprünge insgesamt. So ein Mist. Ah ja, okay. Hier war sogar ein Treibstoffsammler dabei. Stimmt. Die Corvette war ja sehr gut ausgestattet für alle Eventualitäten. Außer ein Sogwolkenscanner. Könnte ich sogar noch einschalten. Nee, bleibt mal aus. Nun denn. Okay. 96 Frachtplätze. Wunderbar. Tja, denn... Ach ja, genau, auf Coriolis gibt es noch keinen Beluga-Liner aktuell. Ich kann das nochmal aktualisieren. Aber ich glaube, nee, noch nicht. Kann man sich noch keinen zusammenstellen. Schade. Vielleicht ja morgen mit Release. Vielleicht warten die Leute dort einfach noch, dass da wirklich das... Nee, dass der Patch 2.2 live ist und eventuell sich nochmal an den Daten was ändert vom Beluga-Liner. Gehe ich mal stark von aus, dass es deswegen noch keinen in der Liste dort gibt auf coriolis.io. Tja, jedenfalls müssen wir dafür oder sollten wir dafür, um den gut und komplett gleich auszustatten, natürlich in der Founders World abhängen. Das werde ich dann anschließend machen. Da schnappe ich mir dann, fliege ich wieder zurück, nehme mir ein kleines Schiff. Ich springe dann nicht nochmal mit der Corvette die 6-7 Sprünge. Ich nehme dann eine kleine Adder oder was ist da vielleicht. Ach nee, fuck. Gibt's ja gar nicht vor Ort. Gibt's ja keine Schiffswerft. Naja, will ich mal so. Ich krieg das schon hin. Ich werde dann auf jeden Fall mit der ASP zurückfliegen. Höchstwahrscheinlich. Und mit der in der Faunus World dann erstmal unterwegs sein, um dort dann halt morgen gleich den Beluga-Liner kaufen zu können, auszustatten. Mal schauen, was das dann kostet im richtigen Spiel. Ich gehe ja von um die 70 bis 80 Millionen für das Schiff aus. Für die Ausstattung, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Da habe ich die Beta-Preise nicht hochgerechnet. Vielleicht nochmal 20 Millionen oder so. Keine Ahnung, was die Kabinen kosten im echten Spiel. Aber ich glaube, so teuer sollten die nicht sein. Mal schauen. Jo, und dann könnten wir mal so ein paar schöne Passagiermissionen machen. Entweder direkt erstmal von der Founders World aus, da wir gerade eh vor Ort sind, oder es überkommt mich und ich fliege damit nach Tuluku, um mal zu schauen, was es dort eventuell für Passagiermissionen gibt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Naja. Kann sich auch noch alles ändern, dass ich was ganz anderes mache, falls das irgendwie nicht klappt oder die Server streiken. Das Komische ist ja, wie ich finde, wenn so ein Beta, also wenn so ein, ja, Patch live geht auf den Beta-Servern, da gibt es nie Probleme, aber wahrscheinlich auch, weil halt einfach der Ansturm nicht so groß ist, dadurch, dass es deutlich weniger Beta-Tester gibt für die Patches, als dann im richtigen Spiel drauf zugreifen. Als erstes wird es wahrscheinlich wieder eine ganze Weile dauern, bis man überhaupt die neuen Patch-Daten auf die Festplatte geschaufelt hat. Denn da sind die Server definitiv nicht die allerbesten. Die letzten Male ging es eigentlich recht gut. Aber auch schon Sachen erlebt, dass halt ein paar MB bloß einfach mal eine halbe Stunde gedauert hat, die runterzuladen. Das könnte schon mal Hindernis werden und dann halt überhaupt die Serverstabilität, wenn Leute noch den Patch laden, wenn Leute aufs Spiel zugreifen. Theoretisch sollte das eigentlich getrennt sein. Ich weiß nicht, wie das Frontier handhabt, ob da alles auf einem zusammenläuft oder auf den gleichen Strukturen zugegriffen wird. Keine Ahnung. Hoffen wir einfach das Beste. Das ist ja eigentlich heute schon. Heute kommt ja die Folge raus, heute kommt der Patch raus. 2.2 und 1.7 für die Ohne Horizons. Jo, schauen wir mal. So, guck mal, der letzte Sprung.
habe ich doch gut gequatscht. Ich wusste wirklich nicht, dass es jetzt 6 Sprünge waren. Entschuldigt bitte. Ich war der Meinung, es waren bloß 2 bis nach Feuma damals. Dem war leider nicht so. Jedenfalls möchte ich die Gelenkmotoren dafür noch verwenden, um wenigstens 2-mal beide große, fette Mehrfachgeschütze noch mal ein bisschen zu pimpen. Vielleicht haben wir Glück, dass da was Gescheites bei rauskommt. Und also Stoff für die nächsten paar zig Folgen hätten wir auf jeden Fall. Gerade mit den Ingenieuren, gerade mit unserer Kampfmaschine. Die kann wirklich an allen Ecken und Enden noch gefeilt und dran geschraubt werden. Das Problem ist halt einfach, es dauert sehr lang, aber da nehmen wir uns einfach Zeit. Und ja, für Sirius müssten wir vielleicht noch ein paar Missionen irgendwann mal machen, dass wir überhaupt auf den drauf zugreifen können. Und dann bräuchten wir dafür ja noch die 25 Modulterminals, wo ich noch überhaupt gar nicht weiß, wo man die herbekommt. Das könnte nochmal eine spaßige Grind-Aktion werden. Mehr Grind als Spaß. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, dann auch Passagiere, die kommen ja dann dazu. Die kleinen Fighter natürlich auch, nicht vergessen. Tja, da müsste eigentlich auch so ein fettes Modul in die Korvette rein. Oh fuck, jetzt habe ich schon wieder durchs Quatschen. Das passiert mir nie, wenn ich für mich alleine spiele. Ich schwöre das. Ich schwöre sonst nichts, aber das schwöre ich. Das passiert mir sonst nie, wenn ich für mich alleine spiele. So, nochmal ein kurzer kleiner Umweg. Wird wahrscheinlich einfach ein Frachtmodul rausfliegen. Ich meine, da sind 96 Plätze Fracht drin. Da wird wahrscheinlich eins rausgekegelt werden und dann der Fighter dafür rein. Dann müssten wir mal schauen, ob das überhaupt so mit der Energie ausgeht. Da weiß ich nämlich leider nicht, wie viel Energie so ein Fighter-Modul braucht. Theoretisch bräuchte das Fighter-Modul ja nicht so viel Energie, oder? Ah doch, obwohl, die werden ja erst gedruckt. Weiß ich nicht. Also ich hoffe, die brauchen nicht so viel Energie. Das wäre nicht so toll. So, das ist das Trophy Camp. Sogar diesmal bei Licht. Hatten wir aber lange kein Glück, ne? Die letzten Male immer im Schatten irgendwo gelandet. Oh, ich hatte noch eine ganz geile Begegnung auf meiner Erkundungstour. Und zwar war da mal ein Planet, den ich ja so schon für mich immer mal selber gern gesucht habe. Nicht die ganz kleinen, die meine ich jetzt nicht, sondern so ein landbarer Planet sehr nah an einem Stern dran, bloß mit ein paar Lichtsekunden Abstand. Meistens haben die so ab 50, 60, 70, 80 Lichtsekunden Abstand zum Stern hin. Und wenn der Stern, meistens sind die ja bloß halb so groß vom Radius her wie unsere Sonne oder höchstens mal gleich so groß, ein bisschen größer. Und dann auf dem Abstand, also Größe unserer Sonne, 60, 70, 80 Lichtsekunden Entfernung, wirkt der Stern an sich relativ klein. Also, so, und da habe ich aber einen gefunden, das waren gerade mal 4 Lichtsekunden Entfernung von dem normalen gelben Stern, so wie unsere Sonne. Könnte auch eine Klasse drüber gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der war ein bisschen dunkler. Und das sah schon oder sieht schon sehr geil aus, wenn der Stern so nah an dem Planeten dran ist. Also auf dem Planeten ist es erstens ultra heiß. Die G-Kräfte, die ziehen auch ganz schön dran an dem kleinen Himmelskörper. Da sind oft auch sehr kleine Planeten, ähnlich dem Merkur halt zum Beispiel. Und sind schon geile Bilder. Wie gesagt, ich sammle gerade nebenbei einige Aufnahmen für ein kleines Video. Wann und wie und ob und überhaupt, weiß ich nicht, wann das mal. Kann ich nichts zu sagen. Sowas dauert immer sehr lange. Da feile ich immer sehr, sehr gern und sehr lange dran. Oft habe ich mir vorher schon mal so ein paar Musikstücke angehört, um einfach mal zu gucken, in welche Richtung das Video dann gehen soll. Kommt meistens auf die Musik drauf an, die ich mir vorher raussuche. Und bisher habe ich mir noch nichts angehört. Das ist auch geil, ne? Da drüben, die Werften, hatte ich das mal gezeigt? Ich hatte das mal in einem Bild drin. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich hatte das mal in einem Bild als Vorschaubildchen auf YouTube. Hatte so aber noch gar nicht gezeigt. Ey, kann man hier landen? Nee, oder? Ich kann im Camp selber nirgendwo abseits landen, oder? Nee, jedenfalls, ich lasse das mal ganz kurz hier stehen. Und da sehen wir uns vor uns diese Werften. Da
stehen Anacondas drin. Das sieht ganz geil aus. Das ist mir vorhin nie aufgefallen. Dort eine. Dort eine. Hier die großen Kessel. Da werden die Gelenkmotoren nachher drin geschmolzen, die wir dann abgeben. Da auch noch einer. Da ist nichts drin. Da hinten ist irgendwas kaputt. Wisst ihr was? Wir landen erstmal und... Ach scheiße, ich habe das Gamepad nicht angeschlossen. Na, das macht nichts. Da mache ich gleich einen kleinen Cut und dann schauen wir uns die Sache mal aus der Nähe an. Das können wir ruhig mal machen. Machen wir heute nochmal so eine entspannte Folge. Aber irgendwann muss die Corvette auch mal wieder zum Kampfeinsatz. Ja, sieht schon toll aus. Also in den 2 Jahren Elite Dangerous nun mittlerweile knapp 2 Jahre. Im Dezember wird es soweit. Hat sich schon wirklich viel getan. Oft kommt es einem so vor, als ob wieder was nicht hundertprozentig ausgearbeitet wurde oder nicht hundertprozentig überdacht wurde. Aber ich sage jetzt mal für den normalen Spieler, und da zähle ich mich trotzdem, ja gut, immer noch dazu, vielleicht ein bisschen mehr. Aber es gibt ja noch ganz andere, die da wirklich sehr hardcore-mäßig unterwegs sind. Gerade so die PvP-Fraktion ist das ja ganz gern mal. Die finden dann vielleicht noch ein paar andere Fehler, aber im Großen und Ganzen hat sich schon echt gut entwickelt. Und ich denke, da kommt auch noch mehr dazu. Und vielleicht geht es ja wieder ein bisschen schneller voran, wenn denn Planet Coaster. Das ist natürlich innerhalb von Frontier Developments auch ein anderes Team, was das entwickelt, wenn das dann endlich mal erschienen ist. Dazu soll übrigens, da werde ich auch Videos zu machen. Ich mache das zwar sonst eigentlich nicht so gern, Videos für andere Videos in meinen eigenen Videos. dazu werde ich dann auch nochmal ein paar Videos machen, denn da kommt die Beta am, lass mich lügen, ich glaube am 7. November müsste die Beta mit inklusive allen Features vom Hauptspiel kommen. Jo. So, bevor wir jetzt hier loslegen, ich mache mal einen ganz kleinen Cut und stöpsel mal das Gamepad an, bis gleich. So, da bin ich wieder, Gamepad angestöpselt, müsste funktionieren. Und ja, die Ingenieurswerkstatt. Multikanonen, die beiden großen bitte. Da könnten wir uns jetzt theoretisch halt zweimal... die Überladungswaffe. Ach nee, warte mal. Ach doch, ach, die war bloß noch nicht ausgewählt, ich wollte schon sagen. Schaden pro Sekunde würde halt ein bisschen hochgehen. Was bräuchte man denn für Rang 4? Elektrokeramiken. Man muss wirklich einfach mal konsequent so einen ganzen Tag auf die Sachen sich abfarmen oder upgrinden. Na komm, dann probieren wir es zweimal mit der Überladungswaffe. Und drück die Daumen, dass was Gutes bei rauskommt. Ich lasse es jetzt auch mal laufen. Oh, wir haben eine neue Nachricht bekommen. Komm schon, bitte. Schaden pro Sekunde ist ein bisschen höher. Schaden ist auch höher. Ist, naja, gut. Schaden pro Sekunde um 10% gestiegen. Alles andere auch ein bisschen mehr. Auch Zittern ist nach oben gegangen. Thermische Ladung nach unten. Okay. Zittern ist... Ach, guck mal hier. Eventuell sogar noch mit einem Effekt. Aber da glaube ich schon gar nicht mehr dran, dass wir da mal Glück haben. Ach, scheiße. Okay, nee, gut. Das wenden wir natürlich an. Super. Ja, okay. Und dann noch die andere. Die zweite. Genau. Die bekommt auch nochmal eine Überladungswaffe. Und dann ist das letzte Mal. Wir haben nämlich bloß noch einmal elektrochemische Detektoren. So, generier dir mal einen ab. Bitte ähnlich gut wie gerade. Das sah gar nicht so verkehrt aus. Und das ist sogar noch... Ja, ich glaube ein Ticken. Ja, das wird sich nicht viel nehmen. Eventuell ein kleines bisschen hier oben mehr. Aber das bei den Zahlen... Ach, fuck. Komm, echt jetzt weniger geworden. Oh. Och, das ist ja erbärmlich. Hm. Dann wenigstens vielleicht hier mit irgendwas. Ja! Ja! Was ist das? Emissionsmunition.
Bei Treffern mithilfe dieses experimentellen Upgrades wird das Ziel in energetische Partikel eingehüllt und damit seine Signatur deutlich erhöht. Allerdings tritt hier beim Angreifer eine erhöhte Hitzegeneration auf. Hitzegeneration? Hitze. Hitzeregeneration, oder? Hitzegeneration? Das klingt zu komisch. Klingt nach Wüste 2.0. Ja, okay, anwenden sowieso. Besser als das alte. Ja, danke. Okay, na gut. Haben wir wenigstens das auch mal gemacht? Immerhin. Auf welchem Rang sind wir bei dem jetzt eigentlich? 72%. 72%. Passt mal auf. Wir probieren jetzt mal ganz kurz was. Ich gehe jetzt mal ins Hauptmenü. Vielleicht kann ich bei dem die Explorer-Daten abgeben. So, schauen wir mal. Private Gruppe. Nein! Ach, na, ist egal. Ist egal. Licht an. Ich glaube, ich müsste den jetzt auch aktivieren, wenn wir damit gleich mal unterwegs sein wollen. Wo ist denn der? Hier. So. Einmal das. Ah ne, okay. Anscheinend kann ich die hier nicht abgeben. Man kann die ja nicht bei allen abgeben, die Universal Cartographic Sachen. Ja, schön wieder repariert. Okay, also die Mehrfachgeschütze machen ein bisschen mehr Schaden. Insgesamt jetzt glaube ich irgendwie 16%, 17% vielleicht mehr aufgerundet. Ja, gar nicht so verkehrt. Ist okay, wird später noch mehr werden. Es dauert halt sehr lange. Gerade, ich kann mir jetzt nicht eine Woche lang Zeit nehmen und einen dieselbe Sache immer wieder upgrinden und abfarmen. Das wird dann für euch auch zu langweilig und die Zeit hätte ich jetzt auch gar nicht. Deswegen müssen wir da immer mal so ein bisschen hin und her springen. Und ich denke, da haben wir alle länger was davon. Das sollte eigentlich okay sein. Und dann würde ich doch direkt mal so einen kleinen Buggy absetzen und dann schauen wir uns die Anacondas nochmal an und das andere, was es dort noch so zu sehen gab, was da ganz kaputt war. Hallo? Ach, Elite. Moment, das ist ein Moment, den würde ich gerne festhalten. Danke. Also, gehe ich recht in der Annahme? Ach, guck mal, wir können uns sogar noch ein bisschen nebenbei drehen. Die Schubdüsen funktionieren, komme ich aber auch nicht mehr mit an die Oberfläche. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir hier Opfer eines kleinen Bugs geworden sind? Ist das möglich? Gut, dann werden wir leider den Freitod wählen. Also, das ist ja echt erbärmlich. Ja. Von dort oben komme ich irgendwo her. Ich weiß es nicht, das ist alles schon wieder weg. Da sieht man mal, wie die Texturen so nach und nach generiert werden. So Stück für Stück. So, müssten gleich. Ja, das war's. Bumm. Mann, ey, was ist das denn? Achso, warte mal. Ja. Ja. Sitzt er mich jetzt im Buggy wieder ab? So, warte mal. Hab ich zwei dabei? Zerstört. Wie kommt das denn? Wieso? Wieso kann ich den jetzt nicht absetzen? Hat das Spiel mitbekommen, dass es Mist gebaut hat oder was? Ach so, der ist wieder offline. So, ich probiere es jetzt nochmal. Entweder... Das ist ein Bug, der so vielleicht noch gar nicht bekannt ist, dass das hier passiert. Wollen wir mal sehen. Vielleicht passiert es ein zweites Mal, weil theoretisch... Sehr gut. Geht doch.
theoretisch dürfte der uns halt nicht nach unten rauslassen, was er gerade gemacht hat, sondern er müsste uns halt hier vorne irgendwo hinstellen, direkt vor diese Garage oder an diesem Garagenslot. Okay, gut, ja, haben wir mal was Neues gesehen. Das fand ich ja super. So, ja geil. Da sieht man direkt mal wieder die Größe der anderen Schiffe, ne? Aus dem eigenen Schiff heraus wirkt das immer nicht so riesig, aber was haben wir hier? Kann ich auf die Schnelle gar nicht erkennen. Huh. Ist das eine ASP oder was? Ja. Jo, ASP-Cockpit. Da ist ja der Buggy wahrscheinlich gerade mal so klein wie das Cockpit. Ja, auch da kann man immer wieder durchschauen durch die Sachen. Da gibt es mit der Außenkamera keine Begrenzung. Und auch hier könnte ich unten drunter durch. Da sieht man die ganze ASP. So, okay. Ah, das ist aber nett. Guck mal. Hm, jetzt weiß ich noch nicht, was ich als Vorschaubildchen nehme. Entweder das hier, wobei das erkennt man wahrscheinlich nicht so gut. Oder dieses durch den Planeten erkunden. Intensiverkundung nenne ich es jetzt mal. So. Gut, das war die ASP. Hier haben wir irgendwelche fetten Trümmerteile. Ha. Das ist wahrscheinlich von einem Gebäude, ne? Huh. Ha. Hier diese Low-Gravity-Strukturen. Vor allem sagte das nicht vorhin noch diese Stimme an, als ich da durch den Berg gefallen bin. Also ich hatte das tatsächlich noch nie, dass ich durch die Oberfläche gefallen bin. Jetzt das allererste Mal. Und ich habe den wirklich schon sehr oft abgesetzt. So, na dann mal hier hoch zur Anaconda. Oh, 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 oh. Hehe. Halt, warte. Können wir doch bestimmt auch hoch. Nee, das ist zu schnell. Moment. Sieht man die ganzen Einschusslöcher. Also der macht auch komplett Reparaturen hier, so wie es scheint. Reicht das? Boah. Nice. Okay, das funktioniert. Hier fällt man nicht durch. So, na dann schauen wir doch nochmal von außen. Oder ich nehme das als Bild. Ach Mensch. Das ist auch ein ganz schönes Schiffchen. Das ist auch echt ein tolles Schiff, die Anaconda. Schön. Ach guck mal, da hinten sind noch die kleinen Igel. Sehe ich ja jetzt erst. Da sind ja noch mehr. Also echt cool gemacht. Das ist ein nettes Detail, dass hier so die ganzen kaputten Schiffe rumstehen. Ach, da vorne sind auch noch andere. Wie viel G hat denn der Planet? 0,37, okay. Kam mir jetzt ein bisschen weniger vor. Ach übrigens, was ich mal noch erzählen wollte, pass mal auf. Wollte ich eigentlich schon viel früher in der Folge bringen. Beim ganzen Hin- und Herspringen hatte ich das aber wieder vergessen. So, man sieht doch hier unten, was hier übrigens jetzt heute mit 2.2 anders angeordnet ist, nach der Häufigkeit her absteigend. So, und zwar, die seltenen Sachen haben ja immer recht wenig Prozente und Eisen ist immer relativ hoch. Da hatte ich einen Planeten gefunden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich davon ein Bild gemacht hatte. Moment, ich schau mal eben, da kann ich das vielleicht einblenden. Nee, scheiße. Hätte ich mal machen sollen. Jedenfalls hatte dort Eisen 0, irgendwas Prozent und die ganzen seltenen Sachen waren alle bei 5-7%. Das fand ich geil. Leider kein Polonium dabei, aber halt so ein paar andere Sachen wie Quecksilber, Niobium war da auch dabei, Selen war da auch dabei. Die hatten alle über 5%. Und die ganzen eigentlich häufigen Sachen, die waren weiter hier unten mit wenig Prozent. Das fand ich super. Also da gibt es anscheinend dann doch auch mal sehr lohnende Planeten, wo man das dann doch schon deutlich häufiger findet. Guck mal hier, das sind die kleinen Konlos oder wie sie heißen vom
Ja, das sind die ganz kleinen Teile. Vom CQC zum Beispiel, was ja immer noch sehr geliebt wird von jedem von euch. Ich weiß immer noch, als ich meine CQC-Folge gemacht hatte. Was hat man hier, eine Diamondback? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Explorer ist oder die andere. Irgendeine Diamondback wird das schon sein. Da ist noch eine, da hinten ist noch eine. Kommt hier noch mehr? Nö. Hier drüben waren ja noch welche. Müsste man mal bei den anderen Ingenieuren schauen, ob da auch so ein bisschen was rumliegt, oder? Hier ist auch noch eine. Hier drüben sind ein paar Igel. Schön. So, was gibt's hier hinten noch? Wenn wir schon mal hier sind, die Folge ist zwar schon wieder sehr lang, aber vielleicht verkürzen sie etwas die Wartezeit beim Installieren des Patches. Na, hier dürfte aber nicht mehr viel kommen. Ich weiß nicht, komme ich... könnte knapp werden. Manchmal funktioniert das, dass man so einen sehr steile Wand nach oben fliegen kann. Nach oben fahren kann. Wartet mal, ich probiere das nochmal. Ich müsste dafür bloß ein bisschen... So. Nee, dafür wird wahrscheinlich die Schwerkraft zu hoch sein und das Gebäudeteil an sich zu steil. Aber ich denke, mehr dürfte dann hier hinten auch gar nicht mehr kommen. Da ist auch so ein kleiner, eine kleine Garage. Oh, komm schon. Huch. Aber gut zu wissen, dass hier Selen mit 2% vorhanden ist. Also bei metallischen Meteoriten dürfte da ziemlich häufig was dabei sein. Komm, dann düsen wir nochmal hier runter. Machen wir halt mal hier so eine kleine Trophy Camp Rundfahrt. Gott sei Dank will hier gerade niemand landen oder abheben. Habe ich zu spät gesehen, dass das ein Landepad ist. So. Zack. Bisschen rumgehüpfe. Ja gut, ich hätte jetzt mal... Wäre ich am liebsten noch in so einen Kessel reingedonnert, aber das geht gerade nicht. Da komme ich nicht hin. Hier haben wir nochmal einen kleinen Texturfehler. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal Feierabend. Und ja, haben wir zwei schöne Dinge erlebt. Die ganzen abgestürzten Raumschiffe. Mein durch Materie dringendes SAV-Gerät. Und ja, sehen wir uns dann morgen hoffentlich, wenn alles glatt läuft. Ich drücke euch die Daumen, ihr drückt mir die Daumen, ein bisschen, nicht ganz so doll, sonst könnt ihr nicht mehr zocken. Und ja, sehen wir uns dann morgen in 2.2 wieder. So, jetzt halt mal an hier. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.